Ladies and Gentlemen, es ist soweit. Das IROX-Projekt ist zu Ende. Und als Dankeschön wollen wir natürlich auch Bennett was Schönes schenken. Und weil Max, Bennett und ich uns an dem Abend getroffen haben, weil ich da drauf an dem Tag Geburtstag hatte und wir reinfeiern wollten, haben wir uns gedacht, schenken wir doch mal Bennett was Schönes und haben von meiner alten HPC-Welle die Verpackung aufgeschnitten, so dass der Bremsenreiniger dort reingepasst hat. Und dann haben wir leider gecheckt, dass das ein bisschen zu leicht war. Und dann haben wir da noch ein paar Steine reingetan, was aber sich nicht so gut angehört hat. Also haben wir uns dann beschlossen, die Steine wieder rauszuholen und haben anstatt den Stein eine schöne Steckachse von meiner MT-125 reingetan, weil die war auch echt ordentlich schwer. Dann haben wir noch schön zwei wie neue Bremsbeläge reingetan von meiner ROX und dann war die Sache gegessen. Dann haben wir es schön eingepackt und dann sind wir runter in den Keller gegangen, haben ein paar sehr viele Kartons von meiner Kaufsucht genommen und haben die verpackt, haben noch ein paar schöne CDs reingetan und noch eine schöne Mütze von der Gamescom 2020, glaube ich. Da haben wir die geschenkt bekommen. Die Mütze hat auf jeden Fall Swag, passt zu Bennett. Und jetzt geht's los von Bennetts Reaktion. Er wusste überhaupt nichts davon. Viel Spaß. das ist eine gute Mische, jo. Nur, dass die Farbe sich verändert, ne? Mehr nicht. Wir müssen anschließen gleich. Warum machst du das Video? Wir haben was für dich. Max, hol mal das Paket. Erzählst du das? Ja. Wir was? Haben was für dich. Warum für mich? Du hast gleich Geburtstag. Ja, und du hattest Geburtstag. Aber du hast gleich Geburtstag. Ja, aber das spielt ja keine Rolle. Sehe ich, sonst hätte ich was dabei. Was, Digga? Was nein, warte, hier, pack hier aus. Pack hier aus. Hä? Laber nicht. Ja, doch. Ernst, Alter? Nein, pack hier aus. Pack bitte hier aus. Warum spricht mich das an, oder was? Geh auf die andere Seite. Wie Opa jetzt machen würde, ich muss einmal fühlen, einmal reiten. Kriegst du extra kein Messer. Natürlich. Wie soll ich das aufkriegen? Ich brauch doch kein Messer. Scheiße, Digga. Was? Nix. Digga, ich hab dich ehrlich ein Geschenk gesetzt. Normal. Das geht jetzt immer so weiter. Warte, aber hier ist immer noch was drin, Bruder. Ey, das ist echt Baba Idee. Du musst alles. Ich schwöre, das ist eine richtig valide Idee, Digga. Du musst das anziehen. Oh mein Gott, Digga, das wird auf jeder Hose jetzt geklatscht. Alter, ich schwöre, das wird auf jeder Hose geklatscht. Drück mal in die Faust unten. Ey, ich schwöre, das wird auf jeder Haus jetzt geklärt. Ey, seid euch so Männers, Digga. Alter. Danke. Ich hab die aus dem Schrank, Digga. Ja, haben wir. Ah, boah, Jess. Boah, Digga. Trümmer, Digga. Kannst du noch ein paar mehr haben, wenn du willst. Killer, Digga. Ist doch mit Aufschlag. Ist doch Nachschlag, ne? Wie? Jetzt wird's witzig, oder was? Ja. Digga, ich bin komplett daneben geschnitten. Ey, so eine lange Idee, Digga. Alter! Tschüss! Aber der ist für Aerox, ne? Ja, das ist mein alter Bruder. Ja, Bruder, ich schwöre mal, das kommt nicht kaputt. Ich schwöre mal, meiner ist hier so eine Ecke gerissen, Digga. Der wird die Schnecke nicht überleben. Ich schwöre, ich kann halt den rein. Das ist gut. Ich gebe die Hand auf, Digga, ich klatsche den rein, die Schnecke. Digga, jetzt kann ich endlich mal wieder. Wie alt ist eigentlich schon dein Motor, Digga? Wie alt ist denn eigentlich schon dein Motor? Cool, weil, cool, oder? Ja, zum Beispiel, weil ich weiß nicht, ob die es überlebt, Digga. Auch überlebt die, der bis jetzt das Problem. Digga, der war ein bisschen zu klein, der Karton, oder was? nee, der Karton da drunter, der war ein bisschen zu groß.
Ey, ich brauch die Kartons noch, ne? Nicht so krass kaputt machen. Der ist kaputt, Bruder. Ja, der ist egal jetzt, aber. Der ist schick, Digga. Wie mit 7 Jahren bei Weihnachten, Digga. Weißt du, was ich meine? Mhm. Oder der war auch wieder ein bisschen zu groß, ne? Nein. Hast du angekommen? Wie stark. Oh, ich dachte, das wäre jetzt schon, Digga. Nein. Das ist wie neu. Uri-Kopplung, Digga. Wie neu, vertrau mir. Boah, wichst du dich, dass du auch noch hingegangen bist? Ja? Ist das drin? Wolltest du wichst hier? Nee. Wolltest du jetzt wichst dich, Alter? Nur ein bisschen. Ja, ich hab dich auch lieb, Baby. Jetzt gleich wird's richtig lustig, ne? Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, das ist der letzte Karton, ne? Ja. Ja, oh nee, da drin ist auch noch ein Karton, aber. Das ist echt gekommen, Leute. Ja, das ist die alte drin, ne? Ach ja, das ist die alte drin, ne? Guck da mal rein, Digga. Nix Tische. Das ist 100 pro die alte drin, ne? Das ist 100 pro die alte, oder? Nein. Das ist ähnlich, guck mal, ich denke nicht. Alter! Was ist das? Das brauch ich wieder. Das ist eigentlich nur... Oh, danke, Digga. Wo der Nimm, wenn du willst, Digga. Alter, die muss ich noch gucken, mein Gott. Aber ich bin so in der Flasche, das ist echt gut, Digga. Dann darf ich die behalten? Nein, brauch auch. Nö, die brauch ich eigentlich auch. Nein, darfst du behalten. Was ist das denn? Das ist eine Steckachse von der MT. Hä? Steckachse von der MT. Danke. Wie fand's dein Geburtstagsgeschenk? Super. Vor allem, dass ihr das noch alles so ausgeschnitten habt, dass ihr sonst eigentlich so oder ja, ich dachte. Das wollte ich mal sagen. Das war wahrscheinlich am meisten Arbeit. Ich dachte, du denkst, dass es wirklich eine HPC ist. Boah, klar, Digga, weil ihr ja gar nicht verarscht habt die ganze Zeit oder so, ne? Ich kacke hier gleich einfach rein und dann schenke ich dir eine neue APC. Bruder, das ist die APC wieder, Digga, nimm ruhig. Danke dir. Also, das Herz war der Bremsreiniger, ne, von dem Geschenk. Was? Das Herz war der Bremsreiniger von dem Geschenk. Ja. Ist der auch voll? Du Wotze. Ist voll. Boah, riecht das, Alter. Ja, es ist gut jetzt. Digga, bist du behindert? Denkst du, wir schenken dir so eine Scheiße, Alter? Wahrscheinlich. Dann kommt jetzt, Digga. Digga, wahrscheinlich. Nein, kommt jetzt echt was, Digga. Wahrscheinlich schenken wir dir so eine Scheiße. Aber das ist auch wieder selber verpackt. Dann mach auch viel. Schnell, ganz schnell. Und danach die Karton auch ganz schnell, Mann. Hat das noch einer drin? Ist da noch ein Karton drin? Ja. Hey Jungs, Digga, ich check's echt nicht. Und das ist jetzt echt auf die Tür, ne? Ja? Ne, wie viel Euro habt ihr ausgegeben? Die ist sogar noch verpackt. Ja. Hey, das ist eine richtige. Echt? Ja. Mach auf! Ich würde lieber aufmachen, Bruder. Ich sage dir ehrlich. Das ist schon heftig. Das ist schon episch. Boah, scheiß Digga. Jungs, Alter. Eine echte Welle, Digga. Normal, Junge. Alter, heftig, danke. Echt. Hä, Digga, ich komm da gerne schon gleich. Das ist die gleiche, die ich hab. Ja. Jetzt musst du dir nur noch Lager kaufen, dann kannst du einbauen.
Aber ich knall den halt trotzdem noch auf Vogel, wenn er auf der Strecke ist. Ja, kannst ja den letzten Rest geben auf der Strecke. Digga, ich hätte mir nächste Woche eine Hobbitze gekauft. Ja, jetzt brauchst du es nicht mehr. Aber ich schwör's euch, Digga, ich hätte fast eine bestellt. Alter, Digga, Kuss, ja? Alter, korrekt. Gerne. Sehr, Papa, Digga. Danke, Digga. Papa, jetzt erstmal die Mission killen, Digga.